Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wargroove für die Nintendo Switch. Und an meiner Stimme könnt ihr hören, ich bin euphorisch und das liegt einfach daran, weil ich dieses Spiel einfach bis jetzt ziemlich gut finde und es mich total an Advance Wars erinnert. Also es könnte einfach ein dritter Teil davon sein, der einfach mal nicht mit Panzern und Flugzeugen ist, sondern einfach mal im Fantasy-Genre. Wir gehen direkt weiter. Wir haben die zweite Mission von Akt 1 geschafft und gehen weiter zur Mission 3. Mal sehen, was uns erwartet. Diese kleinen Zwischenschnitte und Zwischensequenzen in Pixel finde ich auch total lustig gemacht. Ziemlich schlimmste Feinde. Ragnar gibt sich mit ihrer Niederlage nicht zufrieden und nimmt die Dinge selbst in die Hand. Okay. Whatever. Dann hast du halt gewonnen. Wen juckt's? Du hast nur ein paar dämliche, stinkende Skelette verprügelt. Mich juckt es und ich höre erst auf, wenn mein Königreich wieder sicher ist. Genug herumgealbert. Ich zermalme dich jetzt höchstpersönlich. Okay, ich bin gespannt, was sie auf dem Kasten hat, die Ragnar. Ragnar ist tief in dieses Gebiet vorgedrungen. Sie besitzt sogar eine Festung. Festungen sind sehr wichtige Gebäude. Sie sind Hauptquartiere einer Nation in ihrem Gebiet. Ihr könnt gewinnen, indem ihr entweder die Festung besiegt oder Ragnar selbst. Verstehe. Dieses Mal kämpfe ich persönlich mit. Seht, dort drüben. Einer unserer Ritter ist vor uns eingetroffen. Ritter sind starke, schnelle Einheiten. Sie können allerdings keine Gebäude besetzen. Dazu sind nur Infanterieeinheiten und Kommandanten imstande. Ritter hören sich gut an. Legen wir los. Immer langsamer den jungen Pferden. Die TP des Ritters gehen anscheinend zur mehr Neige. Können ihnen irgendwie helfen? Ja, das können wir. Hier kommt das Kampieren ins Spiel. Bewegt eine verletzte oder beschädigte Einheit neben eines eurer Gebäude und wählt Kampieren. Ja. Ah, campen also. Na dann mal los. So. Leider werden beim Kampieren die TP von Gebäuden nicht aufgefüllt. Dies passiert aber mit der Zeit von allein, wie euch auch bestimmte Einheiten. Alle Gebäude regenerieren mit jedem Zug automatisch 10% ihrer TP. Und Kommandanten wie ihr regenerieren mit jedem Zug 5% ihrer TP. Okay, gut zu wissen. Da. Zack. Gehen wir hier hin. Und wir machen... Oh, Kampieren kostet aber auch Kohle. Aber wir haben 500? Okay. Großartig, unser Ritter hat wieder volle TP. Yes. Jawohl, das Kampieren hat allerdings auch Nachteile. Zum einen kostet es Gold, wobei der Preis im Verhältnis zum Wert der Einheit steht. Zum anderen werden die TP für die Einheit dem Gebäude abgezogen. Verstehe, Kampieren kostet Gold und entzieht dem Gebäude TP. Gut, ich sollte dann anfangen, diese Kaserne und die umliegenden Dörfer zu übernehmen. Ja, das solltest du tun. Das machen wir jetzt auch. Indem wir ihn vielleicht da reinschicken. So. Und, ja, du musst leider zum nächsten, aber du kannst nicht so weit laufen, ne? Gehen wir erstmal hier hin. So, gucken, was der Gegner macht. Ragnar ist am Zug. Wir setzen auch ein Haus. Okay. Ach gut, das können wir überspringen. Machen wir zwischendurch mal, ne? Wir wissen ja, wie Besetzen jetzt aussieht. Müssen uns nicht mal angucken. Gut. Als Kommandanten seid ihr und Ragnar mächtige Einheiten auf dem Schlachtfeld. Ihr könnt es mühelos im Alleingang mit den meisten Infanterieeinheiten und gegnerischen Gebäuden aufnehmen. Schöpft eure Stärke als Kommandant voll aus, ohne aber jedoch euren Hals zu riskieren. Denkt daran, verliert ein Team seinen Kommandanten, verliert es auch den Kampf. Alles klar, ich krieg das hin. Oder besiegen Ragnar, was machen wir? Besiegen wir Ragnar oder zerstören wir das Team? Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal gehen wir in das Gebäude rein, da. Zack. Mal gucken, wie der geht. Ah, klar können wir das gebrauchen. Super. Gut. Den nehmen wir mit. Die Frage, was mit dem Reiter macht. Der kann natürlich schnell reiten. Reiten wir erstmal nur hier hin und warten ab. Ja, warte, wir können auch hier was bauen. Was wollen wir haben? Ritter, wir nehmen, glaube ich, mal ein Pekinier. Doch, nehmen wir mal so ein Pekinier mit und setzen ihn da hin. So, Ragnar ist am Zug. Ragnar hat soeben einen Gräuelpikinier rekrutiert. Einen Speerkämpfer aus Höllheim. Es wäre klug, sich einmal das Infofenster des Speerkämpfers anzusehen. Machen wir. Was kann der denn? Langsame, aber stärkere Infanterie. Landet kritische Treffer neben anderen Speerkämpfern. Werft nun bitte einen Blick auf das Kästchen im unteren Bereich. Hier könnt ihr ablesen, gegen welche Einheiten der Speerkämpfer besonders stark ist. Okay, er ist stark gegen alle, die wir haben eigentlich. Aber schwach gegen mich und schwach gegen Bogenschützen. Oh nein, hier steht, dass er besonders stark gegen Kavallerie ist. Ja, Speerkämpfer fügen Einheiten wie unserem Ritter hier besonders großen Schaden zu. Ihr könnt das Fenster wieder schließen, wenn ihr euch genug gesehen habt, haben wir.
Okay. Wir sollten unseren Ritter nicht unnötig in Gefahr bringen. Es wäre also ein guter Zeitpunkt, um die Mobilität des Gegners zu überprüfen. Und wie mache ich das? Ich zeige es euch. Ah, okay. Also richtig weit kommt er ja nicht. Wenn ihr diese Taste gedrückt haltet, seht ihr, wie weit der ausgewählte Einheit sich bewegen kann. Bedenkt bei der Positionierung eurer Truppen stets die Reichweite der gegnerischen Einheiten. Ich sollte den Ritter aus der Reichweite des Gräuelbeginns heraushalten. Gut mitgedacht, meine Königin. Gut. Gut, Gebäude kann er ja eh nicht besetzen. Warte mal. Kann man da stehen? Nochmal ein Pikanier mit. So. Okay, also wir müssen. Also den Ritter können wir dafür nicht gebrauchen. Aber gegen welche Einheit ist er denn stark? Stark gegen. Okay, gegen die Skelette auf dem Boden ist er stark. Das heißt, wir könnten ihn mit hier runternehmen. Wir lassen ihn mal hier runterreiten. So. Und was machst du so lange? Direkt angreifen ist auch blöd, ne? Stellen wir uns erstmal hier hin. So. Zug 3. Na, okay. Das ist ja die Hälfte hier weg und von, ne? So. So. Okay. Interesting. Dieser Teil von Kirchenstein ist bewaldeter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Vielleicht können wir das ja zu unserem Vorteil nutzen. Unterschiedliche Geländearten bringen euch entsprechende Vor- und Nachteile mit sich. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ihr im Wald etwas langsam vorankommt. Ja, jetzt wo ihr es erwähnt, mit Bergensteineinheiten sich auch schwer zu tun. Dazu kommt, dass jede Geländeart Einheit Schutz bietet oder Gefahren aussetzt. In Wäldern erhaltet ihr einen Schutzbonus, während ihr in Flüssen verwundbarer werdet. Öffnet das Infofenster des Feldes, um mehr darüber das jeweilige Gelände zu erfahren. Wird gemacht, danke Emmerich. So, hier können wir natürlich sehen. Kaum Schutz im Wald. Gibt es mehr Schutz? Freies Gelände. Ja, so freies Gelände. Normal. Okay. Also. Machen wir kurz mal platt. Die wechseln schon mal. Zack. Gut. Und jetzt? Nutzloses Skelette. Wenn du dich ergibst, können wir die Sache hier und jetzt beenden. Wir müssen nicht weiterkämpfen. Niemals! So, wie weit kann denn der Reiter kommen? Du bist da. Okay. Ich glaube, den müssen wir mal ein bisschen verstecken hier. Der ist ja fast kaputt. Gut, dann ist er schon mal wieder geheilt. Und ihn stellen wir davor zum Schutz. Und ihn stellen wir da. Ach, mir ist das nicht dicht dran, egal. Komm, das Pferd stellen wir schon mal hier hin. Kleiner Umweg geritten, macht aber nichts. Und wir holen uns Langbogenjäger, so. Oh oh. Zug 4. Was? Du willst mich angreifen? Scheiße. Was für ein Witz. Okay. Er kommt von oben. Müssen wir gleich andere Sachen haben. Gegen wen war er nicht so stark? Warte mal. War er gegen meine Pikaniere stark? Schwach gegen Bogenschützen. Gut. Perfekt. Um ihn in den Hinterhalt zu locken. Huch. Okay, er kann ja nicht so schnell laufen. Also warten wir. Gehen wir uns mal hier hin. Und hier machen wir. So. Ja, hätten wir auch ohne Unterstützung des zweiten Pikaniers geschafft. Aber. So. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt mal da stehen. Und greifen wir ihn schon Ragnar an? Nee, noch nicht, ne? Gegen wen bist du denn schwach? Okay. Reite mal hier hin kurz. Ins Gebiet. Ja, und dann warten wir ab. Warum Ragnar angreift. Ne, sie geht nach oben rum, okay. Gut.
Da kann ich auch nicht hin. Aber ich kann hier durch. Mit ihm. Wir reiten mal voraus. Wir gucken mal, was bringt. Wohin wird kann er gehen? Er kann mich angreifen da schon. Der könnte mich da auch angreifen. Aber kann er eine Einheit angreifen? Nee, noch nicht. Der kann mich da angreifen. Okay. Gut, dann lassen wir das Pferd mal hier stehen. Und dieser Bogenschütze. Können wir von da aus angreifen. Das machen wir einfach mal. So, haben wir schon mal richtig viele erwischt. Wir holen uns dann, glaube ich, noch ein paar Langbögen. Setzen die da hin. So, jetzt greift er uns wahrscheinlich da an, Langbogen. Kann sich sein, dass er uns komplett platt macht. Ich hoffe nicht. Ach, das sind Magier, die können von Weitem wahrscheinlich. Ja, okay. Bogenschützen, die bei uns. Gut. Da, der greift ihn an. Aus dem Wald heraus, natürlich noch fieser. Aber alle dürfte er nicht töten können. Nee. Guck mal. Gut für uns. So. Gucken wir mal kurz. Alter, 8% und die haut mir 124 zurück. Von da. Ist natürlich doof. Guck mal. So. Zack. Greifen wir schon mal ein bisschen an. Verlieren zwar ein paar Einheiten, aber haben schon recht viel da. Ja. Dann stellen wir da hin. Und wir holen uns hier noch eine Einheit. Und zwar stellen wir nochmal einen Schwertkämpfer hier hin. Kann ja nicht schaden. Und die müssen wir raushaben aus dem Schlamassel hier. So. Jetzt riskieren, ihn damit 8 abzuschießen, ja, ne? Soll er zwar zurück angreifen, ist dann so, aber jemals kriegen wir ein paar Prozente weg von ihm. Wenn wir Glück haben. Nicht viel. Er wird jetzt auch erstmal, aber wir kriegen wir. Oh. Oh nein, er greift unser Dorf an. Oh, ich glaube, den kann er komplett angreifen, wa? Ah nee, er kann es nicht ganz zerstören. Mal gut. Da müssen wir natürlich gleich eingreifen. Ah nein, das ist natürlich, die sind natürlich schlecht dagegen. Das haben wir ja gewusst. Aber egal. Ja, sollen die ruhig meine Ritter töten? Ärgerlich. Aber dafür können wir jetzt das Ding hier gleich einnehmen. Glaube ich. So. Okay, wir müssen erstmal die hier weg haben. Ja. Aber platt machen. Zack. Wir machen erstmal das hier. Greif das Schloss mal dann. Okay, jetzt kriegen wir ein bisschen Schaden. Aber es ist nicht so viel Schaden, damit können wir leben. Und dann zerstören wir das. Ihr habt es geschafft! Puh, das war anstrengend. Ja, ich hab verloren, das ist unmöglich. Unmöglich? Du hast bestimmt geschummelt. Gib's zu, du hast geschummelt. Geschummelt habe ich. Nein. Es scheint ziemlich schwierig zu sein, ein vernünftiges Gespräch mit dir zu führen. Deswegen gehe ich jetzt. Ja, renn nur! Oh, oh, jetzt geht's Ärger. Fürst Walder! Ragnar! Schweig, Ragnar, du bringst Schande über dich. Tritt beiseite, ich bringe dein Fiasko in Ordnung. Super, ja, das war auch ganz gut. Haben zwar eine Einheit verloren, aber das passiert. Du hast Infos zu Ragnar freigeschaltet. Ja, super.
coole Mission, die dritte. Und wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.